Nackter John Cena, Ryan Gosling performt mit Slash und Oppenheimer räumt ab. Das waren die Highlights der Oscarverleihung. Diese fand am Sonntag im Dolby Theater in LA statt. Größter Abräumer dieses Jahr war Oppenheimer. Der Kinohit von Christopher Nolan hat gleich 7 goldene Knaben gewonnen, darunter bester Film und beste Regie. Den Oscar für den besten Hauptdarsteller hat Cillian Murphy für seine Rolle als Robert J. Oppenheimer erhalten. Für die Rolle als der Widersacher von Oppenheimer, Louis Strauss, wurde Robert Downey Jr. ebenfalls ausgezeichnet. Das war wohl ein bombastischer Erfolg. Mit seinem Hitsong I'm Just Ken und einem pinken Anzug mit Glitzersteinen konnte Schauspieler Ryan Gosling für einen Überraschungsmoment sorgen. Auf der Bühne performte er mit Mark Ronson und einer Gruppe von tanzenden Männern mit Cowboyhüten. Ganz überraschend am Ende ein E-Gitarren-Solo von Rocklegende Slash. Obwohl er keinen Oscar mit nach Hause nehmen durfte, war er die Person, die in den sozialen Medien am meisten getrendet ist. Nein, warte, da war doch noch wer, der allen die Show gestohlen hat. Ein nackter Mann, der auf der Bühne war? Warte, wer war das nochmal? Ah, es war... And his name is John Cena! Ja, die Wrestling-Legende verkündete scheinbar nackt den Gewinner in der Kategorie Bestes Kostümdesign. Seinen Intimbereich verdeckte er nur mit dem Kuvert, wo der Gewinner drin stand. Doch keine Angst, John Cena stand nicht wirklich nackt auf der Bühne. In einem Backstage-Foto kann man sehen, dass sein bestes Stück mit einem hautfarbenen Stoffteil verdeckt war. Welche Filme in welchen Kategorien gewonnen haben, findest du im Link in der Bio.